Heute möchte ich mit dir die Zeit von Atlantis mit unserer aktuellen Zeit vergleichen. Denn es gibt viele Punkte, die sich ähnlich sind. Und überhaupt, wusstest du schon, dass Atlantis nicht untergegangen ist? Manche sagen, Atlantis sei in einer großen Flut untergegangen. Andere wiederum sagen, es sei in den Wellen versunken. Doch in Wahrheit wurde Atlantis transformiert. Denn Energie kann nicht zerstört werden. Sie kann nur verändert werden. Und so war es auch mit Atlantis. Die Energien jener Zeit riefen eine neue Realität hervor. Eine, die schließlich zu der Welt führte, wie wir sie heute kennen. Vieles muss umgewandelt werden und noch mehr muss erschaffen werden, denn das System verändert sich. Die ganze Welt ist in diesen Wandel verwickelt und wir spüren ihn in all unseren Zellen, in unserem ganzen Wesen selbst. Denn wir alle sind Teil der kosmischen Transformation. Jeder von uns, jede von uns. Die ganze Welt ist daran beteiligt. Wie ich bereits gesagt habe, hat jeder und jede einen Platz in dieser großen Show, die sich derzeit auf der Erde abspielt. Jeder muss seine Rolle nach bestem Wissen und Gewissen spielen. Niemand ist von dieser Verantwortung ausgenommen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist gerade dabei, sich zu verändern. In den nächsten Jahren wird der Wandel so schnell vonstatten gehen, dass viele Menschen nicht in der Lage sein werden, damit umzugehen und in dieser neuen, veränderten Umgebung sich zurechtzufinden oder nur erschwert. Aber andere, so wie du und ich, sind auf das, was kommt, vorbereitet. Denn unsere Leben wurden schon früher durch ähnliche Ereignisse verändert, die eine noch größere Veränderung mit sich brachten, als wir es uns je vorstellen konnten. Der Zeitrahmen könnte zwischen Tagen und Jahrzehnten liegen. Denn es gab noch nie einen klaren Hinweis darauf, wann genau diese Veränderungen beginnen und wie lange sie zu einem bestimmten Zeitpunkt andauern werden als jetzt. Die Zeit des Wartens und Spekulierens ist vorbei. Jetzt ist die Zeit des Handelns da. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, um sicherzustellen, dass wir bereit sind für diesen Wandel. Oder besser gesagt, für die Veränderungen, die er mit sich bringt. Das bedeutet, für dich und für mich, seinem Herzen zu folgen, auf seine Intuition zu hören und das zu tun, was du in deinem Herzen weißt, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt das Beste für dich ist und für andere ebenso ist,
sowie nach diesen Gefühlen und Gedanken zu handeln. Wir haben viele Beispiele dafür, wie die Menschen in Atlantis gehandelt haben, um zu zeigen, dass auch wir in unserem Herzen folgen können. Sie waren damals furchtlos und sie vertrauten auf das Licht. Sie taten alles, um das Licht zu unterstützen. Wir brauchen nur in uns selbst zu schauen, um zu sehen, dass wir bereits alles Nötige besitzen, um uns während dieses großen Wandels anzupassen. Und solange wir daran glauben und vertrauen, dass dies möglich ist, kann es auch geschehen. Wenn du noch mehr aus dieser Zeit erfahren möchtest, dann könnte dich unser Atlantis-Webinar interessieren, indem wir die alten Bräuche und Energien wieder zu dir bringen. Dann folge dem Link unter diesem Video. Und ich danke dir für deine Liebe und für dein Licht.